Parkdeck in der Brümmer Innenstadt haben die Abrissarbeiten des bisherigen Parkhauses begonnen. Seit letzter Woche laufen bereits die Entkernungsarbeiten in den nahegelegenen Gebäuden der ehemaligen Werkstatt und dem Haus Inselberger. Dabei müssen verschiedene Schadstoffe wie Asbest, Heraklit und Dämmwolle fachgerecht ausgebaut, verpackt und entsorgt werden. Gestern hat ein großer Abrissbagger damit begonnen, die ehemalige Zufahrt auf das Oberdeck des Parkhauses abzureißen. Auf der Parkfläche oben muss dann zunächst der Pflasterbelag entfernt werden. Danach wird die Decke und das Untergeschoss dem Presslufthammer weichen müssen. Der Abraum wird in ein Zwischenlager verbracht oder der direkten Wiederverwertung zugeführt. Die winterliche Witterung ist für diese Arbeiten kein Hindernis. Bis zum 9. März 2024 wollen wir fertig sein. So sagte es Stefan Kaspari vom planenden Ingenieurbüro Reisner aus Wittlich. Der Abriss des Parkdecks und des ehemaligen Inselberger Hauses soll nach Angaben von Stadtbürgermeister Johannes Reuschen knapp 440.000 Euro kosten. Nach dem Abriss soll das Gelände laut Stadtbürgermeister offener und freundlicher und mit mehr Grün und mit Ladesäulen für E-Autos neu gestaltet werden.